Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat in der Hafenstadt Odessa über 250 Kilogramm Kokain im Schwarzmarktwert von rund 45 Millionen Euro sichergestellt. Das Rauschgift wurde bei der Inspektion eines Frachters aus Südamerika entdeckt. Der SBU erklärte, ein Schnelltest der Substanz habe ergeben, dass es sich um Kokain handelt. Dieses sei in Bananenkartons versteckt worden. Die Drogen seien für den europäischen Markt bestimmt gewesen. Der SBU ermittelt jetzt wegen Drogenschmuggels im großen Stil.